Umfragen zuständig und arbeite hart daran, dass wir bis 2020 20–50% unseres Programms Open Access haben. Das ist also unser Ziel. Deswegen ist jedes Projekt zum Thema Open Access bei uns herzlich willkommen. Und wir haben uns auch gefreut, dass wir an diesem Projekt teilnehmen können. Jetzt war die Frage, welche Motivation hat man als Verlag, an dem Projekt teilzunehmen, abgesehen davon, dass man Publikationen finanziert bekommt. Der eine Part ist für uns, dass wir auch Antworten bekommen zu Workflows, Standards und Strukturen. Zum Beispiel auf die Frage, wie könnte unter Umständen ein Diamond-Modell aussehen bei den Monographien. Das ist was, was wir uns erhoffen als Verlag, dass die Zukunft von OA-Monographien so ausschaut, dass ein direkter Kontakt zwischen Verlag und Bibliothek stattfindet und nicht, dass der Autor selber nach Finanzierung suchen muss. Dann die Antwort auf die Frage, wie kann die Kommunikation mit den Autoren effizient verlaufen? Das hatten Sie ja jetzt auch schon angesprochen. Wir sind natürlich im direkten Kontakt mit den Autoren über die Lektoren, kriegen da auch viele Fragen, wie kann ich das finanzieren? Das ist eine der wichtigsten Fragen, die wir immer wieder erhalten. Und wir sehen die Bibliothek da als wichtigen Partner, auch als unabhängigen Partner letztlich für Autoren, deren sich über CC-Lizenzen zu informieren. Und da ist ein bisschen eine Experimentierphase, zu welchem Zeitpunkt macht es Sinn, dass der Verlag mit dem Autoren über OE spricht, über den Vertrag und die Vertragsergänzungen und zu welchem Zeitpunkt sollte die Bibliothek informieren. Dann ist es ganz spannend, jetzt so auch im Austausch mit den beiden anderen Verlagen und auch mit der Bibliothek so zu gucken, was sind die Parameter, auf die wir uns da einigen können, was ist die Standardlizenz, die die anderen Verlage anwenden, was sind überhaupt die Parameter, die da diskutiert werden. Also Plattform ist auch noch ein ganz wichtiges Thema, wo wird das Buch am Ende tatsächlich gepostet. Genau, und ganz klassisch ist natürlich für uns super spannend auch zu sehen, was sind die Unterschiede zwischen den Verlagen. Also was sind bei denen schon Standards und was sind Dinge, was bei uns Standard ist und was bei den anderen nicht so normal ist. Also das ist natürlich auch spannend. Genau, der andere Bereich ist, dass wir uns erhoffen, durch diese Studie und insbesondere die Nutzungsanalyse auch Antworten dazu zu bekommen, was Monographien oder Open Access Monographien tatsächlich für einen Effekt haben. Wie verhalten sich also verschiedene Buchtypen in der Nutzung? Ich hatte mir jetzt kürzlich nochmal unsere Nutzungsstatistiken zu OA angeguckt. Da war eine Dissertation auf Platz 3. Das fand ich ganz interessant und bin auch gespannt, wie dann hier die verschiedenen Buchtypen abschneiden werden. Wie ist das jetzt speziell mit den Autoren der UAR? Finde ich auch einen sehr interessanten Ansatz, den wir auch immer wieder und immer stärker hören von Bibliotheken. Wir möchten wissen, welche Autoren von unserer Bibliothek haben tatsächlich bei Ihnen publiziert. Diese Frage ist teilweise nicht ganz leicht zu beantworten, haben Sie ja auch schon gesagt. Und umso interessanter wird es dann zu sehen, ist es tatsächlich so, dass die UAR-Autoren dann auch in der Region genutzt werden, weswegen wir gerne auch Google-Statistiken mit reinnehmen. Also nicht nur die Counter- und IP-Range-Statistiken, sondern allgemein Nutzungsstatistiken. Dann haben wir eben Backlist und Frontlist drin. Auch da, wie verhält sich das unterschiedlich? Und am Ende auch, klar, die Printausgabe, wie wirkt sich das aus? Wir haben bei OEM.ch schon erste Ergebnisse gesehen. Aber da gibt es bestimmt auch nochmal interessante Dinge dann auch im Vergleich mit den anderen Verlagen. Und ja, da bin ich auch schon gespannt. Genau, das waren so die Motivationen seitens Peter Lang, aber ich denke mal, deckt auch vieles ab, was die anderen Verlage ja sehen. So ist es. Wie viel Zeit haben wir denn noch überhaupt? Wir haben noch 10 Minuten. 10 Minuten haben wir noch. Also wir haben eigentlich